Ja, hallo, werte Panzerfreunde und Panzerkommandanten. Heute zeige ich euch mal einen Panzer, der in jeder Art skurril ist. Ob es jetzt von der Größe her geht, wir sehen hier der ELC. Ich spreche es jetzt mal Englisch aus. Even, wahrscheinlich spricht man den Evan oder sowas aus. ELC Even 90. Ein Tier 8 Premium Light der Franzosen. Und man sieht mal hier den FV daneben. Das Ding ist ein absoluter Winzling mit einem sensationellen Tarnwert, der richtig geil ist, aber genau davon auch lebt, denn die Kanone ist jetzt nicht der Bringer. Man hat knapp 30 Sekunden, sagen wir mal 28, 29 Sekunden Reload für 3 Granaten, die machen dann 660 Damage, sofern wir alle anbringen, und hat 175 Durchschlag. Premium Granaten gibt es auch, aber auch die nur mit 215 Durchschlag, und dieser Panzer sieht eben auch Tier 10 und das ist der Nachteil. Noch eine weitere Kuriosität war die Art und Weise des Verkaufs, denn der Panzer wurde nicht für alle sofort instant freigeschaltet im Premium-Land zu verkaufen, sondern ja für einige Premium-Nutzer, Premium-Anwender, Premium-Inhaber, aber auch nicht da alle. Also ganz merkwürdig, ich kann es euch nicht mal sagen, wie die Panzer effektiv verteilt worden sind. An sich eine clevere Marketingstrategie aus meiner Sicht, denn es gab, bevor ich den Panzer heute im Stream selber gezeigt habe, ich habe ihn mir geholt, weil ich einfach die Art und Weise und den Panzer selber für sich so kurios finde, dass ich sagte, yo, den will ich haben. Aber ich will es auch eins vorweg sagen. Für mich ist es definitiv kein Must-Have-Panzer oder ein krass guter Panzer. Gerade im Light-Bereich gibt es da viele, die wesentlich besser sind. Aber ich fand ihn einfach kurios und wollte ihn haben. Da ist doch der Panzersammler in mir wieder aufgekommen. So, aber viele haben meine Meinung in der Form geteilt, dass sie gesagt haben, ja, den glaube ich, brauche ich nicht, bevor es ihn überhaupt gab. Jetzt, nachdem es ihn gibt auf diese Art und Weise, wo ihn nicht jeder kaufen kann, hatte ich viele, die plötzlich gesagt haben, ja, den hätte ich dann doch ganz gern. Also ich finde es doof, dass du den haben darfst, aber ich nicht so. Und da zeigt mal wieder Wargaming künstliche Verknappung und schon wird so ein Panzer, der eigentlich gar nicht für sich interessant oder stark ist, plötzlich interessant. Sehr, sehr kurios auf jeden Fall alles. So, wir haben schon die ersten 1000 Damage gesehen. Wir haben schon gesehen, der hat ein bisschen was aufgedeckt. Der Panzer ist für sich wirklich schwer zu spotten. Gerade, weil er fast eigentlich in jeden Busch passt. Also, er ist so der, wie soll ich es denn sagen, der Handtaschenpanzer für die mobile und aktive Panzerfrau von heute. Und man kann ihn wirklich eigentlich in jedem Busch parken und platzieren, der einem entgegenkommt. So, und man sieht jetzt auch hier wieder hier, er kann den T-34 sogar beschießen, ohne dass er hier aufgeht. An der Stelle natürlich würde mich da mal auch eure Meinung A zu diesem Modell des Verkaufs und auch natürlich eure Meinung zum Panzer so im Allgemeinen interessieren. Der Motorsound, muss ich gestehen, erinnert stark und frappierend an den Leichttraktor. Also ich glaube, die haben da irgendeinen Rasenmähermotor genommen und den dann da eingepflanzt. Der ELC war übrigens ein AMX-Vorschlag, also war jetzt nicht ganz weit hergeholt, dieses Gerät. Also nicht, dass man jetzt sagt, so wie zum Beispiel, ich glaube, die neuen italienischen Panzer sind es oder ein Teil dieser.
wo komplett hanebüchen sind, sondern da ist durchaus ein bisschen Historie mit dabei. Aber langsam müssen wir uns davon verabschieden, dass jeder Panzer im Spiel mal entweder als Vorschlag gegeben hat oder nicht. Das ist und bleibt ein Arcade-Spiel. Und ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe lieber ein vernünftiges und interessantes Neudesign alter Panzer, sage ich mal, als einen dritten oder 35. Tiger oder Sherman im Spiel, weil da reicht es mir dann doch langsam, muss ich gestehen. Jetzt hat er seinen zweiten Kill mittlerweile gemacht. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Der ging nicht durch. Mittlerweile schon bei 2600 Damage und 2221 gespottet. Also dahingehend funktioniert die Runde schon ganz gut. In meinen Runden heute, so in durchschnittlichen Runden, so aus Sicht des Credit Makers, muss ich sagen, ist es okay, aber jetzt auch nicht überragend. Hier, diese Runde ist natürlich eine Sahne-Runde mit 1778 Basiserfahrung am Ende, das kann ich schon mal verraten. Und da gibt es natürlich auch einiges an Credits, aber ansonsten so für mich jetzt nicht der grandioseste Credit Maker, den man hier spielen kann. Jetzt hat die Zoom auf jeden Fall mal genug und denkt sich, Junge, lass mich mal da in Ruhe. Ist hier nachgegangen, aber er konnte in der Fahrt sogar noch einen Hit landen und einen Durchschlag und unbeschadet aus der Sache hier raus. Und die Zoom hat es nicht so ganz unbeschadet überstanden, denn die ist mittlerweile weg. Jagdpanzer, der wird sich natürlich über so einen ELC-Snack freuen, denn der nimmt den natürlich locker mit einem Schuss raus. Die Maus selbst am Heck wird für den Panzer durchaus interessant zu durchschlagen. Da hat er schon den zweiten Schuss gebraucht und der Hit-Indikator hat es gezeigt. Auch kein Selbstläufer, dieser Schuss. Jetzt wollte er den Jagdpanzer da eventuell ein bisschen ketten, aber hat nicht ganz hingehauen. Die Zeit zwischen den Schuss sind übrigens 2,5 Sekunden, wenn ich mich nicht täusche. Also da muss man auch zwischen den Schüssen, also im Magazin für sich ein bisschen Geduld mitbringen. Aber auf jeden Fall hat er jetzt nochmal einen schönen Spotting bekommen für den Jagdpanzer. Knapp nochmal 1000 on top. Mittlerweile nur noch die Arti am Start und der Jagdpanzer. Und jetzt will natürlich jeder nochmal drauf. Arti holt er sich jetzt wahrscheinlich, genau sieht's aus. Und jetzt noch der Jagdpanzer. Den ersten hat er schon mal versammelt. Den zweiten, den sitzt er aber. Und damit wird wohl die Runde hier jetzt gleich beendet sein. 3877 Damage hat er gemacht und 4487 Spotting bzw. Unterstützung hat er angebracht. Eine sehr, sehr schöne Runde mit einem sehr kuriosen Panzer und eure Meinung, wie gesagt, würde mich stark dazu interessieren. Also schreibt es mal in die Kommentare, habt ihr euch gegönnt? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Und so weiter und so fort. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.